was kann ich mich denn eigentlich da noch verlassen, wenn ich auf der anderen Seite höre, dass bei den Menschen, die getestet werden, nicht mal die Berufe abgefragt werden. Nicht mal die Berufe werden abgefragt. Menschenskinder, wir haben jetzt seit 12 Monaten diesen Virus im Land und so eine Lächerlichkeit wird nicht gemacht. In München sind wir jetzt bei einer 60er-Inzidenz. Ich habe mal ausgerechnet, bei einer 100er-Inzidenz müsste das Gesundheitsamt am Tag die Kontakte von 250 positiv getesteten Menschen verfolgen. Ich finde das keine so enorme Zahl. Ich finde, der Staat muss da jetzt mal liefern. Wir liefern auch immer. Bei mir steht das Finanzamt vor der Tür und will pünktlich die Zahlung. Und da gibt es kein Ach, vielleicht und morgen und so weiter und so fort, sondern her mit der Kohle. Und ich empfinde den Herrn Altmaier als den Anwalt der Wirtschaft, so darf ich Sie bezeichnen, habe ich vorhin schon zu Ihnen gesagt. Und Sie sind meine große Hoffnung, dass Sie dafür eintreten, dass ganz, ganz differenzierte Maßnahmen ergriffen werden. Ich meine, den Handel einfach zuzusperren, an sowas muss man sich auch erst mal gewöhnen. Also nicht ich als Unternehmer. Wir hatten kürzlich einen Versicherungsschaden, bei uns hat es gebrannt. Da sagte der Gutachter, ja, da müssen wir zusperren, um alles sauber zu machen. Da habe ich gesagt, nein, bei uns, bei Ettmeier wird nie zugesperrt, außer der Staat macht es. Ja? An sowas darf man sich gar nicht gewöhnen. Ich muss an einen Ausspruch von Peter Ustinov denken. Dem wurde von seiner Großmutter die Fliegenpatsche abgenommen mit den Worten, ich möchte nicht, dass du dich ans Töten gewöhnst. Wow.